herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Markus, heute bei mir ist die Kathi. Der Max ist heute mal wieder nicht dabei, aber der trifft in einem der folgenden Videos wieder zu uns dazu. Heute könnte er wahrscheinlich eh nicht so viel beitragen, weil das Spiel brandneu ist, was wir hier haben. Oder besser gesagt, das gibt es seit einigen Monaten, aber es ist leider nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ständig vergriffen. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir es heute präsentieren können. Es handelt sich um Marvel Dice Masters. Kathi, worum geht es bei dem Spiel? Warum ist es denn so begehrt? Marvel Dice Masters ist im Endeffekt ein Deckbuilding-Spiel wie Dominion. Also während des Spiels baue ich mir sozusagen mein Deck zusammen. Allerdings das Besondere ist, es sind hier keine Karten, sondern Würfel. Und die mit den Würfeln baue ich sozusagen mein Deck und jede Runde ziehe ich eine bestimmte Anzahl an Würfeln und würfle die. Und mit den Ergebnissen kann ich dann eben verschiedene Dinge anstellen. Zu den Details kommen wir aber später noch. Zusätzlich, was sicherlich auch ein Reiz dieses Spieles ist, ist, dass es noch sammelbar ist. Also man kann weitere Würfel erwerben in Form von Boostern. In jedem Booster sind zwei Karten und zwei Würfel und das kostet nur 1 €. Also es ist auch noch relativ günstig. Ja, ich würde es aber nicht unbedingt sagen, dass es ein Reiz des Spiels ist. Ich meine, es kann für den einen oder anderen Reiz sein. Für mich schon. Ich kenne auch viele Spiele, die jetzt sagen werden, oh mein Gott, ein sammelbares Spiel, also wie so ein Sammelkartenspiel früher, wie Magic, ist es nicht schon seit Jahren abgelöst worden durch so Living Card Games. Und finde ich nicht. Ja, aber man muss auch sagen, dass kann auch ein Kritikpunkt sein, fairerweise. Ja gut, aber ich denke, wir schauen uns jetzt das nächste Mal an, wie es im Detail aussieht. Genau. Hier sehen wir jetzt den grundsätzlichen Spielaufbau, wobei gleich dazu zu sagen ist, dass diese Spielunterlage hier in der Mitte nicht mitgeliefert wird, sondern die findet sich im Internet zum Ausdruck. Sie ist aber auch nicht unbedingt benötigt. Sie hilft einem, seine Würfel besser zu sortieren und auch ein bisschen ein Gefühl für die Abfolge eines Spielzugs zu bekommen. Aber ich denke, wenn man das Spiel erst einige Male gespielt hat, kann man sie auch vernachlässigen. Ansonsten sehen wir hier die Startwürfel, die sogenannten Sidekick-Dice, also die Helferwürfel, könnte man sagen. Zusätzlich sehen wir hier oben die Basisaktionskarten und dann die Helden, welche man zu Beginn des Spiels aus seinem eigenen Vorrat wählt und sich daraus sozusagen sein Team zusammenstellt. Ich würde jetzt allererstes mal ganz kurz auf das Zusammenstellen des Teams eingehen, Kathi. Ist das okay? Ja. Wie viele Charaktere darf man denn spielen? Genau. Ein Team besteht immer aus 8 Karten, wobei die meisten Karten Charaktere sind aus dem Marvel-Universum. Zusätzlich wählt man zu diesen 8 Karten noch 2 Basisaktionen. Der große Unterschied ist, während die 8 Karten nur für dich selbst gelten, sind die Basisaktionen für beide Spieler zugänglich. Heißt, hier muss man natürlich überlegen, unterstütze ich da nicht möglicherweise meinen Gegner mehr als mich selbst, wenn ich diese Karten wähle. Neben diesen 8 Karten darf ich noch 20 Würfel wählen, und zwar 20 zugehörige Würfel. Dabei zählen die 3 Würfel, die für jede Basiskarte kommen, nicht mehr dazu. Das bedeutet, was wir hier gerade sehen, ist eine vereinfachte Version. Wir haben jetzt nur 2 Karten gewählt, Black Widow und Colossus, und dazu 5 Würfel. 4 bei Black Widow, einen bei Colossus. Auf der Karte ist dann auch genau immer festgelegt, wie viele Würfel dürfte ich denn maximal für so eine Karte verwenden. Ah, das steht hier unten. Richtig, steht klein unten, ist aber während des Spiels auch nicht von Bedeutung. Das muss man halt nur beim Konstruieren seiner Armee bedenken. Das Spiel selbst läuft in Runden ab, das heißt, die Spieler sind nacheinander dran. Das Ganze ist ja ein Zwei-Spieler-Spiel, heißt, man ist abwechselnd am Zug und die Zugfolge ist auf dieser Mappe hier sehr schön erklärt. Es beginnt damit, dass die vorherigen Effekte alle aufgehoben werden und dass man neue Würfel zieht. Das neue Würfel ziehen ist natürlich in der ersten Runde das Erste, was man macht. Man
hat hier einen Vorrat, die sind in einem Beutel normalerweise, in einem Würfelbeutel, und man zieht zufällig 4 Würfel daraus. Am Anfang sind das natürlich nur diese Helferwürfel. Andere gibt es ja nicht. Man rollt diese in der nächsten Phase. Jetzt tun wir die mal kurz weg. Und jetzt erhält man einmalig im Spiel die Option, dass man, also einmalig pro Zug, dass man beliebig viele seiner Würfel neu würfelt, weil man sagt, das Ergebnis gefällt mir nicht. Sagen wir mal, wir würden gerne diese 3 neu würfeln. Dieses Ergebnis muss ich jetzt allerdings behalten. Diese Würfel landen in meinem Vorbereitungspool. Und mit diesen Würfeln kann ich jetzt arbeiten. Kathi, was kann man denn alles für Aktionen durchführen mit diesen Würfeln? Na, einmal sieht man hier Ressourcen auf den Würfeln. Mhm. Hier zum Beispiel habe ich ein Schild gewürfelt und da eine Faust. Und ein Fragezeichen, das zählt als Joker. Das darf ich als beliebige Ressource verwenden. Und mit diesen Ressourcen kann ich Karten kaufen. Genau, richtig. Die Kosten für die Karten sehe ich oben in der linken Ecke. Die Basisaktionen kosten jeweils so viel, wie hier steht. Dazu brauche ich keine speziellen Ressourcen. Bei meinen Charakterkarten hingegen brauche ich immer eine dieser der Ressourcen, die hier angegeben ist. Also bei Black Widow brauche ich 2, von denen muss eine Faust sein. Könnte ich jetzt in dem Fall den beiden Würfeln kaufen. Richtig. Wenn ich das durchführe, also nehmen wir an, ich würde jetzt gerne einen Würfel von Black Widow kaufen, dann zahle ich also eine Energie mit dem Faustsymbol, eine beliebige andere Energie. Nehmen wir mal das Schild, denn den Joker wollen wir nicht verbrauchen direkt. Und dann kaufe ich einen Würfel und auch dieser Würfel landet wie meine bezahlten Energiewürfel im verbrauchten Stapel, also in meinem Ablagestapel, könnte man sagen. Das wäre eine Aktion, die man durchführen kann. Was ebenfalls noch funktioniert ist, dass man einen Charakter gewürfelt hat. Dieser Charakter hat immer 3 Zahlenwerte. Und zwar sehen wir in der linken oberen Ecke eine Zahl, die beschreibt, wie viel Energie ich zahlen muss, um den Charakter aufs Feld zu bringen, also aktiv werden zu lassen. Die rechte obere Zahl gibt seinen Angriff an und die rechte untere Zahl seine Verteidigungsstärke. Der Helfer, der auf den Helferwürfeln abgebildet ist, kostet mich keine Energie, um ihn bereit zu machen, also kann ich ihn einfach umsonst aufs Feld bringen, ihn aktiv machen für den Angriff oder für die Verteidigung. Überschüssige Energie wird am Ende des Zuges verfallen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dieser Energie nichts mehr anfangen kann, habe ich Pech gehabt. Vielleicht hätte ich mich für einen Würfel entscheiden sollen, der 3 kostet. Das ist immer eine Geschichte des Abwägens. Der landet dann auch wieder in den Reserve Pool, in dem Use Pile. Genau, der würde dann am Ende auch hier landen. Und da greife ich jetzt schon mal vorweg, wenn irgendwann kein Würfel mehr im Würfelbeutel ist, dann wird natürlich werden alle Würfel aus dem Used Pile in den Würfelbeutel überführt. Das heißt, einem gehen eigentlich nie die Würfel aus. Okay, jetzt haben wir den Main Step hier auf dieser Mappe gemacht. Jetzt kommt der Attack Step. Wie läuft der denn ab? Ja, der Attack Step sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich entscheide mich jetzt, welche meiner Charaktere, die auf dem Feld sind, in dem Fall haben wir jetzt natürlich nur einen, ich in den Angriff schicken möchte. Sagen wir mal, ich tue das mit meinem Helfer. Jetzt gibt es 2 mögliche Ausgänge von so einem, eigentlich jetzt 3 mögliche Ausgänge sogar, aber brechen wir es mal erstmal auf 2 Möglichkeiten herunter. Und zwar, die erste Möglichkeit ist, dieser Helfer greift den Gegner an und wird nicht abgewehrt. Sei es, weil mein Gegner ihn nicht abwehren will oder weil er gar keinen Helden hat, mit dem er ihn abwehren könnte. In diesem Fall fügt der Helfer einen Schaden, seine Angriffsstärke, direkt an den Gegner zu und reduziert die Leben des Gegners, die auf 20 zu Beginn des Spiels stehen, um einen entsprechenden Betrag, also um 1. Sollte der Gegner jemals auf 0 Leben fallen, ist das Spiel vorbei und wir hätten gewonnen. Schafft er das, dass er ungeblockt, also unabgewehrt, die Grenzen des Gegners durchdringt, dann macht er zwar Schaden, aber er landet im verbrauchten Stapel. Das heißt, ich muss ihn erst in einer nächsten Runde wieder ziehen und wieder neu aufs Feld bringen. Die zweite Möglichkeit ist, er wird abgewehrt. Also er ist im Angriff, aber mein Gegner hat selbst einen
Charakter, der verteidigen kann. Mein Gegner entscheidet sich auch zum Verteidigen. Die beiden Würfel spielen sich jetzt gegeneinander aus. Das heißt, mein Würfel macht so viel Schaden an den gegnerischen Verteidiger, wie er in Angriff besitzt, und umgekehrt. Jeder Würfel, der auf diese Art und Weise besiegt wird, weil er so viel Schaden erhält, wie er Verteidigung besitzt, der geht K.O. und landet in der im Vorbereitungsgebiet. Jeder Würfel, der dadurch nicht vernichtet wird, landet einfach wieder zurück auf dem Feld und könnte als Verteidiger in der nächsten Runde verwendet werden, in der gegnerischen Runde. Das Vorbereitungsgebiet unterstützt mich in meinem Spiel so weit, dass ich zu Beginn meiner Runde, wenn ich meine Würfel aus dem Beutel ziehe, würfle und dann in meinen Pool lege, dass ich zusätzlich zu den 4 Würfeln aus meinem Würfelbeutel auch noch den Würfel aus der Vorbereitungsarena verwenden darf. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich zu Beginn des Spiels auch mehr als 4 Würfel würfeln. Ja, das sind eigentlich so die grundsätzlichen Spielabläufe. Und wie sieht so ein Deck normalerweise aus? Was macht den Deckbau aus? Wie meinst du das jetzt, Katrin? Also zum Beispiel, die haben ja verschiedene... Hier steht noch Text auf den Karten. Ja, danke. Jede Karte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, es gibt nicht nur einmal Black Widow, sondern es gibt 3-mal, glaube ich, die Karte Black Widow, die aber alle dieselben Würfel verwenden. Unterscheiden tun sie sich zum Beispiel in den Kosten, um sie zu kaufen, oder natürlich in ihren Effekten, die sie während des Spiels besitzen. Denn die meisten oder eigentlich alle Charaktere, bis auf eine Ausnahme, besitzen auch noch zusätzliche Effekte, sind also nicht nur reine Angreifer und Blocker, sondern haben noch andere tolle Fähigkeiten, können dem Gegner direkt Schaden machen oder können ihn behindern auf andere Weise. Das muss ich natürlich überlegen beim Bau meiner Armee. Welche Charaktere möchte ich spielen? Die besseren kosten natürlich mehr zum Kaufen. Das ist natürlich schwierig. Man sollte da eine gewisse Balance finden, dass man in jedem Energiebereich auch sich was kaufen kann. Das ist ganz wichtig in dem Spiel. Richtig. Es gibt noch Fraktionen in dem Spiel. Das kann man auch berücksichtigen beim Bau. Es gibt die Avengers, es gibt die X-Men, es gibt die Fantastic Four, es gibt die Schurken, kann man auch spielen. Manche der Fraktionen unterstützen sich gegenseitig, andere sind eher nebensächlich, dass sie einer Fraktion angehören. Ich glaube, bei den Fantastic Four gibt es eigentlich keinen wirklichen Zusammenhang, außer natürlich die Hintergrundgeschichte. Aber auf diese Weise kann man ein Deck natürlich selbst gestalten, so wie man es möchte. Einziger Unterschied noch zu den Charakteren, die man natürlich kaufen kann, wir haben zu Beginn gesagt, man kann auch die Aktionskarten kaufen. Auf Aktionswürfeln sind nur Energiesymbole, in dem Fall 2 Energie, abgebildet. Die Alternative zu der 2 Energie ist dieses Ausrufezeichen am Stern, das sagt, ich dürfte mit diesem Würfel die Aktion einsetzen, die auf der Karte beschrieben ist. Das sind für gewöhnlich irgendwelche Unterstützungsaktionen, dass ich Charaktere verstärke, Schaden schieße, Schaden verhindere. Und so läuft das Spiel ab, bis ein Spieler auf 0 Lebenspunkte gebracht wurde und damit endet das Spiel. Es geht meistens relativ fix. Also es dauert nicht so lange, aber trotzdem bietet das Spiel in dieser Zeit sehr viel taktische Möglichkeiten. Okay. Damit haben wir uns angeschaut, wie so ein Spiel abläuft und jetzt kommen wir zu unserer persönlichen Wertung für dieses neue, brandheiße und begehrte Spiel. Nach unserem üblichen Schema zuerst mal die Spieldauer. Ich glaube, es ist gar keine Spieldauer angegeben bei diesem Spiel. Es spielt sich aber sehr kurz. Das soll jetzt aber nicht negativ sein, da das ja so im Sinne eines Trading Card Games ja eigentlich dafür bekannt sein sollte, ein kurzes, schnelles, taktisches Spiel zu ermöglichen und dass man dann auch mal ein neues Spiel danach wieder beginnen kann. Gerade weil es ein Zweispielerspiel ist, bietet sich das natürlich an. Wir konnten hier nichts aussetzen. Ich denke, 5 Würfel von 5 sind hier absolut gerechtfertigt. Es tritt keine Länge auf und das war für uns eine glatte 5. Genau, der Wiederspielwert fällt ähnlich hoch aus. Hier haben wir eine 4 vergeben. Es ist natürlich so, dass das Spiel dadurch, dass man eben verschiedene Decks sich zusammenbauen kann, es immer wieder anders ist.
Ein kleiner Kritikpunkt ist hier natürlich, dass man auch schon gewisse Anzahl an Boostern und Karten braucht, um wirklich eine große Varianz haben zu können. Aber wenn das der Fall ist, dann kann man das eigentlich endlos wieder spielen und es wird immer anders ablaufen. Ja, ich denke, hier ist auch darauf zu warten, welche Erweiterungen noch kommen. Richtig. Weil aktuell gibt es natürlich ein paar Decks sozusagen, die die besten Decks aktuell sind. Und ich denke, mit mehr Karten, mehr Würfeln wird sich das auch noch verbessern. Ja, als nächstes kommen wir zum Material. Und wir schauen uns hier wirklich nur das Material an, also jetzt ohne den Bezug auf den Preis, weil dazu kommen wir ja später noch. Ja, was kann man sagen? Die Karten sind in einer guten Qualität, wie man es von einem Sammelkartenspiel erwarten würde. Die Würfel, ja, es ist Plastikwürfel, die Verarbeitung ist okay. Manchmal ist die Färbung nicht perfekt, bei der großen Anzahl natürlich verständlich, trotzdem nicht das beste Material. Wir würden an der Stelle eigentlich auf 4 Punkte kommen, auf 4 Würfel. Aber, wie ihr bereits erfahren habt, braucht man für dieses Spiel hier einen Würfelbeutel, einen Beutel, einen Sack, in dem man sozusagen seine Würfel aufbewahrt, die aktuell nicht im Spiel sind. Und dieses Spiel bietet einem dafür das hier. Und wer jetzt glaubt, es sieht nicht recht, doch, das ist eine Papiertüte. Oh, ich weiß, was man damit macht. Wie kann man erwarten, dass eine Papiertüte den Zweck erfüllt, dass man jede Runde hier drin die Würfel reinwürfelt, mischt, reinlangt? Wie soll denn diese Tüte nach einem Spiel bereits aussehen? Ganz ehrlich, 2 Stoffbeutel kosten nicht die Welt. Und also rein vom Material müssen wir für diesen, ich konnte einfach nur lachen, als ich es gesehen habe, müssen wir einen Punkt noch abziehen und damit sind wir bei 3 von 5 Würfeln. Ja, das haben sie wahrscheinlich aus irgendeinem Flugzeug geklaut. Ja, es ist wirklich, Na gut, dann sehen wir auch schon beim Design. Das Design ist eigentlich sehr schön gemacht, vor allen Dingen für Fans des Marvel-Universums sicherlich interessant. Die Zeichnungen sind sehr schön, allerdings ein kleiner Punktabzug. Die verschiedenen Helden gibt es ja in verschiedenen Ausführungen und da ist immer das Artwork, egal welche Version es des Helden ist, immer gleich. Da hätte man vielleicht noch unterschiedliche wählen können. Trotzdem ist es sehr liebevoll gestaltet und daher kriegt es von uns 4 Würfel. Was? 4. Für den Spielspaß vergeben wir auch 4 Würfel. Das Spiel macht Spaß bereits beim Bauen seines Decks ist immer schlecht gesagt, seiner Einheit, seiner Armee sozusagen, bis hin zum Spiel selbst. Der einzige Wermutstropfen natürlich, während andere Deckbuilding-Games nur den Zufallsfaktor des Kartenziehens haben, also welche Karten man auf die Hand bekommt zu Beginn jeder Runde, ist halt hier auch noch der Würfelaspekt mit dabei. Das heißt, man kann halt doch mal Pech haben und man zieht schlecht und würfelt schlecht und dann liegt man deutlich hinten. Und ich glaube, gerade in dem Spiel kann es sein, aktuell sind schnelle Strategien sehr gut. Und wenn der Gegner Runde 2, 3 bereits richtig loslegt mit seinem Spiel und man selbst hat einfach Pech beim Würfeln, dann ist das Spiel fast schon gelaufen. Tritt nicht immer auf, bitte nicht falsch verstehen, aber kann eintreten und deshalb geben wir 4 von 5 Würfeln an dieser Stelle. Genau, und dann sind wir bei unserer letzten Kategorie, das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Starter, in dem schon einige Karten und Würfel enthalten sind, kostet ungefähr 15 Euro, wenn man es denn bekommt. Das ist eigentlich für die Anzahl der Würfel durchaus in Ordnung. Ein Booster kostet, wie wir bereits gesagt haben, 1 Euro. Da sind 2 Karten und 2 Würfel enthalten. Das ist eigentlich sehr preiswert. Und es bringt uns zu einer Gesamtwertung von 4 Würfeln. Ja, ich hätte sogar 5, glaube ich, gegeben, aber ich persönlich finde es super vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis auch super, aber dadurch, dass es eben dieses Sammelaspekt, dieses Sammelspiel ist, ist man doch immer versucht, mehr Geld auszugeben, als man vielleicht am Anfang dafür eingerechnet hätte. Deswegen natürlich, aber dafür kann das Spiel ja in dem Sinne nichts. Klar, jetzt ist das Sammelkartenspiel ausgelegt, aber ich finde, wenn man es einzeln betrachtet, nur den Preis, den man zahlt, ist es, was will ich mehr? Das stimmt, aber eine 4 ist ja auch ein okay Wert. Ja, eine 4 ist ein okay Wert. Und das führt uns auch zur Gesamtwertung. Genau. Insgesamt 4 Würfel.
Wir hoffen, euch hat unsere kleine Review hier gefallen. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen für dieses Spiel begeistern. Wir hoffen, dass derjenige, der begeistert ist, dann auch dieses Spiel irgendwie in die Finger bekommt. Im schlimmsten Fall dauert es noch ein paar Monate, dann wird sich die Nachfrage und das Angebot irgendwann mal einpendeln, hoffe ich. Natürlich. Und ich denke auch, dass für die späteren Erweiterungen, es sind bereits neue Erweiterungen angekündigt, neue Starter, neue zugehörige Booster, dass da natürlich das Ganze schon etwas mehr berücksichtigt wird. Wir hoffen auch, dass angeblich sollen die neuen Booster-Displays größer werden und die Verteilung der Häufigkeiten bei den Karten etwas geändert werden. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Und vielleicht schaffen sie es auch bei den Boostern, die ganzen Karten und Würfel so anzuordnen, dass die Karten nicht immer so verbogen, verknickt sind. Ich meine, wenn halt in den Booster zwei Karten und zwei Würfel sind, dann leiden halt eher die Karten unter der Lagerung als die Würfel. Aber es geht es. Ich denke, das kriegen die ganz gut hin. Ja, wir waren hier bei Würfelbox. Wir sind hier bei Würfelbox. Wenn euch das gefallen hat, dann liked das Video oder abonniert unseren Kanal, wenn euch unsere Arbeit insgesamt gefällt. Wenn ihr noch einen Kommentar dazu habt, schreibt ihn gerne. Wir beantworten ihn natürlich. Und ich denke, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer neuen spannenden Review über ein anderes Spiel. Wer weiß das jetzt schon? Gut. Also, bis dann.